Hier mal als Vergleich. Links ein Steinpilz, in der Mitte ein Gallenröhrling und rechts ein Maronenröhrling. Bei dem Steinpilz, es ist bei dem jetzt nicht so gut zu erkennen, hat ein weißes Netz. Ich versuche es mal scharf zu kriegen. Da sieht man es so ein bisschen. Und der Stiel ist meistens ein bisschen heller, also der ist jetzt wirklich sehr weiß. Ist eher ungewöhnlich. Das ist jetzt ein Fichtensteinpilz, deswegen ist der Hut so ein bisschen speckig. Ist auch noch ein sehr junger Pilz. Weißes Fleisch natürlich. Dann der Gallenröhrling im Vergleich. Immer ein etwas gelblicher Stiel mit einem dunkleren Netz. Hier kann man ganz gut erkennen, direkt unterm Hut kann es auch mal fast weiß sein. Dann sind die Röhren bei jungen Pilzen weiß, später rosa. Auf Druck verfärben sie sich auch so ein bisschen schmutzig. Das dauert aber eine Weile. Der Hut ist eher auch so ein bisschen filzig. Und da haben wir den Maronenröhrling. Hat auch einen eher filzigen Hut. Wenn er nass ist, wird er sehr schleimig. Dann hat er cremeweiße bis gelbe Röhren, die sich immer blau färben. Es gibt auch Ausnahmen bei trockenen oder sehr jungen Pilzen, die verfärben sich nicht. Der Stiel ist bräunlich und eher so längs gefasert. Hat nie ein Netz. Auch weißes Fleisch. Der Steinpilz hat natürlich, wenn er jung ist, weiße Röhren. Später dann gelblich bis olivgrün. Im Vergleich Steinpilz, Gallenröhrling, Maronenröhrling. Der hier ist natürlich nicht genießbar.